Was geht ab, Leute, und willkommen zu einem wunderschönen Montagmorgen-Video. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Freunde, wir gönnen uns jetzt früh am Morgen unsere Rewards, da EA ja, keine Ahnung, irgendwie wieder eine Überprüfung bezüglich Glitcher machen musste und die Rewards deswegen anstatt um 7 Uhr, ich glaube jetzt um 3 Uhr morgens, um 3 Uhr morgens erst released wurden. Bei mir ist es gerade 6:30, also auch ganz entspannt, bevor es zur Arbeit geht. Ich ließ 3 Rewards, auch ganz entspannt, 70.000 mitnehmen, ein Premium-TDW-Set mitnehmen, 100.000-Set mitnehmen. Ich habe mir einfach gedacht, ich gönne mir auch das TDW-Set heute. By the way, das ist momentan mein Team. Da kommt eventuell heute noch was dazu, deswegen, wie gesagt, ich könnte halt jede Woche ein Video raushauen zu meinem Team, weil ich eigentlich gefühlt jede Woche ein neues Team habe, wisst ihr? Ja, mal gucken, ne? Also 100.000-Set, ich erwarte am besten gar nichts, das ist das Beste. Einfach nichts erwarten, reingehen, hoffe, dass man überhaupt einen Schlitz bekommt, ne? Man kennt es und, ich würde sagen, 3-2-1. Let's go! Da haben wir eine Augen. Ey, die müssen auch erstmal wach werden, ne? Schlitz. Schon mal da, das ist schon mal eine gute Nachricht. ZM, das gebe ich direkt. Ein Perisic brauche ich mir nicht angucken. 84, ja, das ist so dieses. Oh, Bernat ist aber eventuell noch was wert, oder? Jawohl, guck mal, 8k nehme ich doch gerne mit. Sehr nice. Rest wird, glaube ich, nichts wert sein. Los, ist der noch was wert? Ja, okay, den Rest kann man ja so mitnehmen. Aber ja, 8K, 9K nehme ich doch gerne mit. So, Freunde, bin mal gespannt. Also wir haben in diesen Premium-DDW-Sets, ich glaube, das Beste, was wir bisher hatten, war ein Özil 89er, dieser Rechtsflügel, Rechtssturm in Form von ihm. Auch vom Wert her, glaube ich. Nee, Nacho Fernandes. Nacho Fernandes war das letzte Woche oder vor 2 Wochen? Ich glaube, vor 2 Wochen, ne, wurde er den 86er Inform bekommen. Ich glaube, das war bisher das Beste, was wir daraus gezogen haben. Der war, glaube ich, 120, 130k wert. Ich würde gerne mal irgendwann toppen. Der Tag wird noch kommen, aber dafür müssen wir, denke ich mal, auch einfach mal Elite 1 packen. Aber ich würde sagen, Freunde, 3, 2, 1, komm mal. Irgendwas. Ake wäre halt, ja, sollte jetzt nicht unbedingt rauskommen direkt. Ägypten vielleicht. Ramsey ist nice. Aaron Ramsey ist nice. Der ist so Walkout. Ist okay. Ist okay. Der kostet ein bisschen was. Ich glaube 80k. 80, 90k würde ich jetzt mal predikten. Echt nicht schlecht aus. So, ich würde sagen, wir skippen. Ake. Ah, moch. Sonst ist der Rest komplett moch. Aber Ramsey, ist er was wert ein bisschen? Was? 29k. Der ist 29k wert. Ich habe jetzt safe gedacht, der kostet ein bisschen was. Der hat doch auch Top Stats. 91 Ausdauer? Okay. Ich hab nichts gesagt, das ist ein Muck-TDW-Set. Ich habe eindeutig, nichts gesagt. Falls euch das Video aber gefallen hat, natürlich gerne Like da. Abonnieren nicht vergessen, falls ihr neu seid. Und, gebrauchter Tag, würde ich jetzt mal behaupten. Folgt mir gerne auch auf Instagram, damit ihr auch immer Bescheid wisst, ob ein Video rausgekommen ist, falls YouTube wieder verschissen hat. Oder ob ihr seht, okay, ein Livestream ist wieder von mir mal online und Twitch zeigt es euch nicht an. Ja, folgt mir gerne auf Instagram, da werdet ihr eigentlich immer, ne, benachrichtigt. Und Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein.